Die gehen mir auf den Sack, die wollen mir nach dem Leben trachten, die wollen Autobomben basteln, die wollen die Leute abstechen, die gehen allen auf die Kicks hier in diesem Land. Antonia Sturm, ich habe eine Frage an Herrn Moring. Wir hatten es zu Beginn, da waren Sie leider noch nicht da, so ein bisschen von der Verrohung der Gesellschaft und einem Driften Richtung rechts. Jetzt schaue ich mir Ihre Plakate an, da ist vom Kampf für Thüringen die Rede, da ist von Angriffen die Rede, das ist alles so eine... Ein Duktus, der darauf hindeutet, wir befinden uns in einer Gesellschaft, die voll im Umbruch ist, die revolutionär wäre und als würde der Kampf mitten unter uns weinen. Und ich glaube nicht, dass Sie mit dieser Sprache dazu beitragen, dass man der Verrohung entgegenwirken kann, sondern Sie springen eigentlich so ein bisschen auf den Duktus der AfD auf. Also ernsthaft, weiß ich nicht, wirklich mal wirklich. Ich habe in den letzten 3 Wochen 2 Morddrohungen gekriegt von irgendwelchen Drecksnazis. Meinen Sie wirklich, dass ich eine Politik führe, wo ich irgendwie denen das Wort rede, die mir nach dem Leben trachten, die unsere Gesellschaft verändern wollen und die was anderes wollen, als dass wir in einer Gemeinsamkeit, in einer toleranten Gesellschaft, weltoffene Gesellschaft zusammenleben wollen? Meinen Sie das ernsthaft, dass ich mit diesen Brüdern irgendwas gemein habe? Das können Sie ja wirklich komplett vergessen. Nee, da wehre ich mich komplett dagegen. Die gehen mir auf den Sack, die wollen mir nach dem Leben trachten, die wollen Autobomben basteln, die wollen die Leute abstechen, die gehen allen auf die Kicks hier in diesem Land. Ich will diese Nazis nicht in unserem Land haben und ich rede ihnen auch nicht das Wort. Das können Sie mir ganz sicher glauben. Und ich glaube nicht, dass Sie mit dieser Sprache dazu beitragen, dass man der Verrohung entgegenwirken kann.